Jo, mal her damit. Da ist es. Musst du ein bisschen zuhören, da ist ein bisschen Ton dabei. Also nicht, was die reden, sondern die Katze, die hörst du übelst lange schreien. Ach du, das sehe ich sie jetzt erst. Уйди, Валер, ты вам свою. Я с бисьен schlecht gefilmt, aber ist es lustig. Утонет. Ach, bei den Russen ist es aber auch böse. Ich glaube, die haben auch Arschkälte. Иди быстрее, иди. Ну не ори, не ори, иди сейчас возьмём. Ach, das arme Vieh. Dem macht das meistens Spaß. Also ich weiß nicht, wenn ich nach unserer Katze gehe, die findet sowas, glaube ich, nicht cool. Aber meiner hüpft gerne im Schnee rum. Echt? Unsere geht, sobald es unter 0 Grad ist, ja nimmer mehr raus. Dann liegt sie lieber drinnen irgendwo im Warm. Nö, das, ne, der geht regelmäßig noch raus. Oh, bei C4 sind schon die ersten scheinbar. Wie haben die so schnell gesehen? B4 wahrscheinlich eher aus dem Gang da, weil ich sehe sie nicht, das ist so pervers einfach nur. Ich könnte auf Verdacht irgendwo hinschießen, aber... Das ist immer das, was ich nicht verstehe. Ich meine, die schießen doch nicht auf Verdacht und treffen dann auf Verdacht. Nein. Wie sehen die, dass da hinten jemand ist? Heatvision und Nightvision hilft dir nicht. Nee. Weil dafür sind sie einfach zu weit weg. Genau. Also muss es irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Ja. Also mir fallen da nur noch legale Möglichkeiten ein, Körper. Fuel at 25%. Out of bounds. Damit wären wir wieder bei der Größe des Pipans. Aber gut, stehst du vorm Tunneleingang oder bist du... Naja, indirekt. Eigentlich stehe ich oben drüber. Ah, sehr gut. Aber ich glaube, so richtig sinnig ist das auch, ne, weil... Bleib auch dort stehen. Das war halt nur für den Fall, dass welche aus dem Tunnel rauskommen und ich nicht gleich über den Haufen geschossen werden. Ja. Oh, hier ist ECM. Ja, hier ist was im Tunnel. Target acquired. Was leichtes, schnelles scheinbar. Der Direwolf zieht sich zurück. Ja, wie eine Vorhaut. Was? Ja, deswegen sagt man eigentlich auch ausweichen, aber das... wissen so wenige, deswegen. Jo, da haben wir es doch. Irgendwas Leichtes, naja. Na, ich kann es leider noch nicht sehen. Ich könnte erst drauf schießen, wenn es wirklich aus dem Tunnel rauskommt. Ja, Raven. Rein da? Oh, Centurion. Und ich schieße leider nur gegen das Clipping. Ich gehe jetzt hier weg, weil das ist eh unsinnig. Wir könnten sie natürlich rauslocken. Und wenn du da oben stehen bleibst. Ich bewege mich, erkennst du nicht mehr da. Ja, probier mal. Aber es sind auf jeden Fall, es ist ein Raven und ein Centurion, definitiv. Die habe ich schon gesehen, ob noch mehr ist, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich bleibe hier stehen, versuche so lange wie möglich Feuer auf mich zu ziehen. Und natürlich gegenzuhalten. Das Blöde ist, ich kann mit meinen SRMs, die sind im Torso montiert, ich könnte gar nicht runterschießen hier. Ich könnte es mit der IR-PPC im... Out of bounds. Na sag mal, mit der IR-PPC im Dings könnte ich es probieren. Gehst du rein? Ja, die sind weg. Ja, dann komme ich mit. Schade, hat der Bait nicht funktioniert. Fuel at 25%.
Jagermax XDD mit LB10. Ich bin hinter dir. Raven rechts oben. Ja, da ist dein Jagermech. New target acquired. Fuel at 25%. Ja, war schneller. Fuel at 0%. Weil die LB10. New target acquired. Na, das war keine gute Idee. Mit dem hatte ich nicht gerechnet, der war auch vorher nicht zu sehen. Hinter dir ist kriegst ein bisschen Assist gerade. Ja, ja. Job's done. Ja, gut. Fuel at 25%. Ja, gut. Fuel at 0%. Egal in welche Richtung ich drücke, um Spectator zu wechseln. Oh. Ja, der ist gerade noch im. Was war das? Gerade noch gesehen, wie er umgefallen ist, der Gegner. Habe ich dem im Flug eine Rakete an den Kopf geschossen? Ich dachte, es war eine PPC, aber auf jeden Fall hast du ihn. Ich habe gealphat, war wahrscheinlich eine Mischung aus Beben. Ja. Nee, um das um den Satz zu vervollständigen, egal in welche Richtung ich drücke, um den Spectator zu wechseln, du bist immer am Ende. Wenn ich noch eins weiter drücke, bin ich wieder beim ersten. Diesmal bin ich nach links gegangen, sonst drücke ich immer nach rechts. So witzig. Target acquired. Ihr seid übrigens ein gutes Brawler-Team. Die Adder, die die ganze Zeit hilft, der hat auch SRM6 oder SRM4, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber der hat auch gut mitgemacht. Ja. New target acquired. Ich hab mir, glaube ich, auch einen Arsch gerettet. Jo. Ich konnte es leider nicht. Aber ich glaube, ich habe lange genug mein Feuer. Ihr Feuer auf mich gezogen. Hattest du einen Kill? Nee. Der Jager hat mich. Hat mich einfach zerrissen. Oha, das ist so gut. New target acquired. Heat level critical. New target acquired. Center torso critical damage. Left arm critical damage. Target destroyed. Huh. Sehr schön überlebt. Oh, mit 33. 31%. Das Überleben wäre gar nicht so wichtig gewesen, aber es ist halt schön, wenn man nicht stirbt. Ja, bringt nochmal extra. Am Bonus. Hm? Ich weiß gar nicht, ob das einen Bonus bringt, wenn man nicht stirbt, aber man ist halt länger am Leben und kann noch ein bisschen Schaden machen und kriegt dadurch mehr Punkte. Nee, du kriegst, wenn du gewinnst und überlebst, kriegst du Salvage Bonus. Alter, ich habe 4950 XP gekriegt. Schönes Ding. Das ist ja First Victory of the Day plus Premium Bonus. Das ist ja dick. Und ich habe Premium Time. Ja, geht's halt. Wahrscheinlich noch für das vorhergehende Match. So viel XP, da kann ich jetzt bestimmt gleich was upgraden bei dem Teil hier. Griffin, was war das? 3M? Ne, welcher war denn das? Ach, ich glaube schon. 3M, ja, ich glaube, das war. Oh, das gibt's nicht. Jetzt habe ich 8435 XP mit dem Ding und 8500 kostet der Speed Tweak. Ja. 65 XP zu wenig. Hätte ich mal den Warhawk noch gekillt. Das wusste das Spiel. Das ist lustig, jetzt gibt es gerade so einen Bug. Wenn ich das erste Mal in die Gruppenübersicht klicke, um das Spiel zu starten, zeigt es mir nie mich an, sondern nur dich. Dann muss ich das Ding nochmal schließen und nochmal neu öffnen und dann sehe ich Bede. Ist bei mir genauso. Bescheuert. Es kommt immer irgendwas Neues. Mich wurmt's aber auch gerade so ein bisschen, dass ich nix hab. Ich hab keinen Wein, ich hab kein Bier, ich hab keinen Schnaps. Halt, stopp!
Kommando zurück. Scheiße, die Wodkaflasche von letztem Wochenende ist leer. Ich musste vorhin noch reingeholen und das Erdinger alkoholfrei ist gerade im Angebot, da habe ich noch eine Flasche mitgenommen. Die habe ich jetzt aber auch schon weg. Was sagt eigentlich die Uhr? 1.30 Uhr. Ja. Ist ja Wochenende. Ich bin mal gespannt, wie das Wetter morgen wird. Eigentlich habe ich was vor, aber... Es geht nur bei gutem Wetter. Also man kann es auch bei schlechtem Wetter machen. Ich will einfach mal ein bisschen ins Gebirge. Mal eine größere Wandertour. Ich bin am überlegen, ob ich nochmal die Strecke vom Gebirgslauf abgehe, die wir dieses Jahr hatten. Ja, ich wollte eigentlich morgen auch noch ein bisschen raus. Ich sag mal so, wenn es wieder so wird wie heute, mit aufgeklärtem Himmel, so ein bisschen sonnig, dann wäre es ziemlich cool. Rausfahren, Sonne, in die Sonne und ein paar Fotos machen. Der Jagermeck zählt schon als Heavy. Ist das ein 60-Tonner? 65. Aha, okay. Ist der Blackjack quasi der kleine Bruder? Ja. Mit 45 Tonnen, glaube ich. Ich hatte ja den Jagermec 6DD, den ich mir als vorletztes gekauft hatte. Den hatte ich ja dann zu diesem lustigen Bild umgebaut. Also habe die Ultra AC5 rausgeschmissen, weil mir die irgendwie liegt mir die nicht so wirklich. Und wie eine ganz komische Waffe. Na, wenn man die nicht so abfeuert, dass man das ausnutzt, dass man die ein bisschen schneller feuern kann, ohne dass sie jammt, ja. dann ist es ja nur eine normale AC5. Genau, ja, und irgendwie. Auf jeden Fall habe ich die ja rausgeworfen und habe ja in den einen Arm eine Gauss eingebaut, in den anderen Arm Doppel AC2. Und ja, mit dem Ding lassen sich auch so 400, 500, 600 Schaden machen, je nachdem. Der ist dann ganz gut. Aber dem habe ich halt jetzt die XL Engine rausgerissen und hier eingepflanzt, damit ich den jetzt hochspielen kann. Ja, macht doch Sinn. Wenn es bis ich auch hier die Basis habe und dann geht es ja an die Elite, ne? Das ist die zweite Stufe und dann erst Master. Ja. Weil die Master-Module, also der Master-Slot, bringt mir ja immer nie was, weil ich ja selten Module einbaue. Also was ist selten? Nie bisher. Ja, und selbst dann bringt er dir erst was, wenn du das Ding wirklich mit Modulen komplett vollgestopft hast, weil der bringt ja nur einen zusätzlichen Slot. Und ja. Die Mechs haben ja standardmäßig eigentlich schon ein, zwei Waffenmodulslots und ein paar normale. Ja. Also das wird dann... Oh, das war ja schon wieder, ja. Ja. Und Light. Locust. Ja, Locust, ja. Oh, wenn ich der andere wäre, ich würde nicht so hinterher rennen, das ist bestimmt ein Bait. Ja. Fuel at 25%. Fuel at 0%. Ja, es klingt auch so, als wäre da drinnen irgendwas los. Der also kleine kommt nämlich wieder rausgerannt. Ich sehe hier draußen keinen einzigen Gegner. Und ich stehe relativ offensichtlich da, also die hätten schon auf mich geschossen, wenn sie hier draußen wäre.
Ich bleib mal an dem. Also einer als DC-See, würde ich sagen. Ganz hinten. Am besten ist, wir bleiben mal bei dem Atlas mit ECM-Cover. Ein bisschen in der Nähe. Oh nee, sag mir nicht, der ist LRM-Bolt. New target acquired. Immerhin hat er ein EMS. Wir haben zwei ECM. Hm. Ich glaube, beide sind LRM-Bolt. Ja, ja. Und noch ein Clan LRM-Bolt, den Timberwolf. Wo, wo, wo? Du hast deinen Arm verloren. Ja, aber instant. Was war denn da? Ah, Ultra AC irgendwas. The usual crap build. Dafür habe ich dem Timberwolf jetzt seinen eher halben Seitentor so weggeschossen. Ich finde, das ist fair. New target acquired. Ach, Direwolf. Hier unten steht ein Dackerwolf direkt um die Ecke. Ich würde mitdackern, wenn sich dieser dumme Atlas nicht direkt. Alter! Ist der denn komplett behindert? Ja, der hat LRMs in dem Atlas. New target acquired. Yes, Kelly Blau. Geht's? Yes. Warning, incoming missile. Oh, mehr. Macht der Dackern ganz schön Spaß, ehrlich gesagt. Das ist voll geil, ne? Das ist super geil, einfach nur. Wenn ich jetzt noch einen Mac hätte, der nicht so sehr überhitzen würde. Oh, hier. New target acquired. Ja, da stehen einige. Jetzt rennt er mir wieder vor die Blinde. Ich fasse es nie. Also der mag wahrscheinlich seine Rückenpanzerung nicht. Fuel at 25%. New target acquired. Fuel at 25%. Fuel at 0%. Wie er immer runterplumpst. New target acquired. Ja, aber denk dran, da sind welche in den Tunnel gegangen. Ja. Oh, der King Grab ist weg. Oh, okay. New target oh, hinter uns. Acquired. Fuel at 25%. Fuel at 0%. Alter, dieser Atlas nervt so richtig. Fuel at 25%. Out of bounds. Hinter uns, Mike. Ja, siehst du den Jager? Shit, 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 shit. Fuel at 25%. Out of bounds. Warning incoming missile. Target destroyed. Gehen wir nicht weiter vor. Nee. Target acquired. Warning incoming missile. Ah fuck, jetzt hab ich ihn erwischt. Ach shit. Kein Kill.
Heat level critical. Airstrike. Hm. Ich würde mal sagen, das Ding ist durch. Ja. Vermutlich, es sei denn, ihr schafft jetzt noch irgendwelche Plays. Wisst ihr nicht wie. New target acquired. Ja, wobei der Timberwolf ist im Prinzip Schrott. Ja. Aber wenn ich jetzt da, da sind halt noch drei andere oder vier andere. Hm. Ja, geh hinter dem Atlas hinterher. Ja. Weil wenn das ein LRM ist, bringt er ja auch nichts, wenn er da vorne steht. Hinter euch, hinter euch. Links. Aber ich bin so langsam. Großer Twist. Nein, ich muss noch überleben. Ich habe keine Ammo mehr. Ich bin leer. Bin leer. Wie mich das gerade ankotzt. Schalten wir nächstens auf. Auch wobei. Er ist tot. Target acquired. Target destroyed. Ja! Sehr schön. Sehr schön. Also ich habe keine Ammo mehr. Krass. ...667 Schaden ist ziemlich cool. Jo. Aber hast ja gesehen, gerade jetzt zum Schluss. Keine kritischen Treffer kassiert und du hast... ...einfach nur Glück gehabt, dass ich viel auf die schießen konnte und... ...selber kaum unter Feuer lag. Jo. Aber... ...das war super geil. Was wundert mich, dass ich keinen Kill gekriegt habe. Ich habe so viel... ...Raketen verteilt, aber nichts gekriegt. Ja. 2100 XP. Aber jetzt müsste ich eigentlich Speedweek für das Ding kaufen können. Ja. Jo, kann ich auch. Und dann müsste er jetzt eigentlich ziemlich genau 90 km/h laufen. Na, 89,1. Wie sich es bemerkbar macht.
Das ist nicht so meine Lieblingsmap. Also zumindest nicht mit dem Mech hier. Guck mal. 3 Timberwolf. Nee, warte mal. Thunderbolts sind das TDR. Und 3 Firestarter. Bei den Thunderbolts ist es geil, da gibt es einen. Der hat als Quirk 50% reduzierte Hitzeentwicklung von ER-PPCs. What the fuck? Was? Ja, das sind die, die mit den 3 ER-PPCs rumlaufen und keine Hitze erzeugen. Das ist aber ein massiv blödsinniger Quirk. Naja, aber der scheint ja effektiv zu sein. Es gibt ja übrigens viele Leute, die das Ding pilotieren. Naja, klar, aber das ist ein bisschen too much. Also, Inner Sphere buffen auf jeden Fall ist notwendig, aber doch nicht so. Weil das Geile ist, ich habe schon ein Bild gesehen mit 4 ER-PPCs, der erzeugt dann halt nur so viel Hitze wie 2. Na, da kannst du die immer schön 2, also kannst du die mit 2 gruppieren immer. Du kannst die Gruppen immer im Wechsel feuern. Machst du eigentlich relativ viel Schaden mit dem Ding. Wenn du dich dazu zwingst, das nicht zu Alpha an. Ja. Ansonsten bist du wahrscheinlich instant Shutdown. Nö, das nicht, aber. Anne, nicht mal? Okay. Nö, wie gesagt, durch die reduzierte Hitzeentwicklung machen 4er halt nur so viel Hitze wie 2er, aber. Target acquired. Ja, das, wie gesagt, das kann es dann auch nicht sein. Das ist dann auch Blödsinn. Meiner Meinung nach. Also ich hab's noch nie gespielt, ich denke mal, wenn man es selber spielen würde, wäre es bestimmt geil. Ja, mag ja alles sein, aber. Also es geht ja um Balancing und nicht um irgendwie sinnloses Buffen von irgendjemandem. Apropos hier, sinnloses O und Katafrakt mit Daka. Ein 4X. Also da kam zumindest extrem viel Ballistik entgegengeflogen. Ganz, ganz viele bei C4. Jetzt wünsche ich mir gerade ein Raketen, also hier ein Artillery Strike Modul. Also im Krater ist alles frei. Ja, die stehen alle bei C4. Und gerade ein Victor hier hoch in den Krater. Stuhl. Jetzt kommen die Raketen. Headshot. New Target. Ah, da hinten ist der. Jo, das ist ein 4X, richtig. 4 AC5. Oha. Oha. Jetzt sind sie bei C4 hinten am anderen Ende vom Krater. Also am anderen, auf der anderen Seite. Fuel at 25%. Ja, AC5 ist natürlich auch ziemlich geil. ECM. Ich hoffe, es ist nur ein Leib. Fuel at 25%. Sagenhaft, ich habe den sowohl den Cutterfrakt. War es auch ein Timberwolf, der daneben stand, vertrieben mit meinem Dacker. Die gucken mich mehr hin. Die haben mir bestimmt gedacht, ich mache Schaden. Ah, scheiße, die kommen ja gleich alle rum. Mach jetzt YOLO. New Target acquired. Das war doof. Da sind sie auf einmal wieder. New Target acquired. Target destroyed. Krass. New Target acquired. Fuel at 25%. New Target acquired. Fuel at 0%. New target acquired. New target acquired. Fuel at 25%. Warning incoming missile. Ziemlich geil. Ich spring hoch. Bin für einen Bruchteil einer Sekunde sichtbar, lande wieder hinterm Berg und 2 Sekunden nachdem ich wieder hinterm Berg bin, kriege ich aber immer die Aufschaltung und die Raketen. Incoming Missile, ja. Ah. Ich muss echt mal. Irgendwann, wenn ich mal ganz viel Geld habe,
Dann kaufe ich mir einfach 10 Millionen Siebes oder mehr. New Target acquired. Und dann kaufe ich mir für jeden meiner Mechs dieses Radar Deprivation oder wie das heißt, Modul, wo man sofort von der Aufschaltung verschwindet, sobald man außer Sichtweite ist. Ja. Also Krater ist gerade mal wieder frei. Ah, du stehst ja auch auf und siehst ja. Ganz links ist was. Box, komme ich da niemals hin. Fuel at 25%. Warning, incoming missile. Warning, incoming missile. Ja, so eine Radar-Deprivation wäre schon eine geile Sache. Ich glaube, wir spielen jetzt das wir drehen uns behindert im Kreisspiel, oder? Naja, sie kommen linke Seite. Bei D3. Achtung, woher bist du dort, oder? Jo. Aber hier sind nämlich scheinbar nur noch die Nachzügler. Jo, so wie ich. Target acquired. Kill most damage dealt. Abbekommen. Target Schick. Acquired. Ja, der Kill wäre mir lieber gewesen. Destroyed. Das ist bestimmt der Cataphract oder der Timberwolf gewesen, weil die habe ich ja. Die habe ich zwei oder dreimal aus dem Krater vertrieben. Weil die wahrscheinlich gedacht haben, oh. Ach shit, bescheiden. Jetzt bin ich down. Warning, incoming missile. Ich finde es krass, wie du da oben stehen kannst und in Ruhe schießen kannst. Und sobald ich über den Hügel fliege, werde ich instant unter Beschuss genommen. New target acquired. Fuel at 25%. Target acquired. Hm, komm hoch, geh nicht gucken. Lass über den Hügel kommen und dann alles anwesend. Target destroyed. Ach, Gott sei Dank. Gut, der letzte ist auch gleich weg. New target acquired. Letzte ist weg. Klar, der kann killen, aber. Was, du hast gehen? Okay. Ich dachte, du hast noch einen erwischt. Nee. Ich musste mich dann doch zurückziehen, weil da war ein Atlas und ein Timberwolf unten und das war mir dann doch zu heiß. Ja, nur 215 Schaden, das ist echt nicht viel. Ich hab weniger als du. Ach, das ist es sind halt. Ah, die Bravo Lens war gut. Jeweils 2,8 und 2,5. Naja. Ja, war okay, war ein gutes Spiel. Schade, dass ich keinen Punkt geholt habe. Was ist denn? Hat man mal ein gutes Spiel, ärgert man sich drüber, dass man keinen Punkt geholt hat. Ja. Man kann eben aber auch nie recht machen. Nee, ist wirklich so, ja. Ist eigentlich komplett doof. Eigentlich war es echt ein gutes Spiel. Wieder 1000 Skillpunkte gekriegt. So, habe ich das Rumfliegen für heute auch abgearbeitet? Was mache ich denn jetzt noch? Ich glaube, ich spiele noch mal. Stalker. Gute Idee. Oder Victor. Asch mal Victor.
Ich vermute mal, das wird mein letztes Spiel sein für heute. Weil. Also nicht für heute, sondern für jetzt. Weil ich dann, ja, ich will eigentlich auch nicht zu spät aufstehen. Ich wirklich ins Gebirge ein Stück spazieren gehen will, das ist ja meistens auch eine Sache von mehreren Stunden, dann möchte ich auch nicht erst um 10 Uhr aufstehen oder so. Sonst wird nichts mehr. Schön wär's, wenn ich mal um 10 Uhr aufstehen würde. Könnte. Was denn länger, oder? Ja, meistens erst gegen 4 oder 5 dann Bett fertig. Ach du Scheiße. Schlafprobleme for the win. Prüfungsstress. Nö, ist allgemein. Ist egal, ob Prüfung oder nicht. Einfach nur. Bin einfach nicht gemacht für Vormittagsaktivitäten. Das wird aber bei mir auch immer schlimmer. Also je länger ich abends zocke, umso schwerer komme ich morgens raus. Und je schwerer ich morgens rauskomme, umso länger brauche ich in Gang zu kommen. Und umso ja, später verlagert sich dann im Prinzip mein Rhythmus. Jo. Reactor online. Ja, bin ich halt momentan Sensors dabei. Also wie gesagt, meistens gegen 4, 5 wird es dann irgendwann. 4 meistens. Und dann halt 6, 7 Stunden Schlaf bis halt bei um 11, ne? Ganz normal halt. Andere Menschen schlafen ja auch 6, 7, 8 Stunden. Typisch Studenten halt, typische Studentenzeit. Bloß das Problem ist halt, dass die, oder was heißt das Problem, bloß der Unterschied ist halt, dass die meistens um 10 oder so in der Falle liegen und damit ja auch um 6 morgens aufstehen können oder um 7. Oh, naja, mal gucken. Muss ich mir irgendwo Nachtschicht Job suchen. Oder musst du irgendwas arbeiten, wo die Zeit völlig Latte ist. Was man immer machen kann. Ich habe gehört, du machst diesen, oder du willst einen Content-Marketing-Lehrgang machen? Für wenig Geld? Würde ich gerne machen, habe ich keine Zeit für. Mach das unbedingt, also versuch das unbedingt irgendwie zu machen. Funktioniert nicht, weil es liegt zwischen zwei Prüfungen, genau zwei Wochen zwischen zwei Prüfungen. Und die Anmeldefrist ist, glaub ich, schon rum. Das wäre übelst wichtig gewesen, sowas, weil das ist eines der wenigen Sachen, die noch, die für den Betriebswirt echt noch Sinn machen, wo man Kohle verdienen kann. Ja, deswegen hätte ich das sehr gerne, übelst gerne gemacht. Aber es fängt jetzt, glaube ich, nächste Woche an. Und ich schreibe halt nächsten Donnerstag Prüfung und dann halt genau zwei Wochen und dann wieder eine. Das liegt genau dazwischen und auf drei Prüfungen vorbereiten und auf diese Prüfung zum zertifizierten Content Manager. Es ist einfach. Nee. Einfach nicht machbar. Für und mich nicht. Nach der Prüfungszeit kannst du das nie nachholen irgendwie, oder? Nee. Oh, hier, guck mal hier oben. Target acquired. Leider nicht, wird immer nur. Das sind so Kurse, die halt angeboten werden. Das ist bitter, aber das ist echt eine Sache, die interessant und wichtig ist. Ja. Nun, das ärgert mich auch übel, dass ich das halt nicht machen kann. Aber dafür sind jetzt die letzten drei Prüfungen einfach irgendwie dann doch wichtiger. Was steht da jetzt noch an bei dir? Donnerstag habe ich Controlling, da muss ich noch Privatrecht schreiben und Projektmanagement. Okay. Das ist halt echt nicht mehr viel, aber ich will es halt endlich mal weg haben, damit ich dann. New target acquired. Damit ich dann halt anfangen kann mit Bachelorarbeit und so. Bitte ins Shit. New target acquired. Da oben stehen übrigens viele auf dem Hügel immer. Ich habe schon meinen rechten Arm zerschossen. Hier, guck mal da. CT ist rot. Oh. Es followt niemand, ne? Ich gehe rein, keiner followt. Ich liebe Klarna. Ich drehe mich wirklich. Das geht gar nicht, das ist überhaupt nicht möglich. Mein rechter Arm war rot. Kritisch.
Ich drehe mich komplett mit der linken Seite zu ihm, bevor er mich sieht. Und er trifft meinen rechten Arm und zerstört den. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Das ist übelst oft so in letzter Zeit, dass, obwohl ich die entsprechende Seite überhaupt nicht dem Gegner zeige, dass trotzdem auf der Seite was kaputt geht. Und das ist echt. Also es nimmt überhand. Ich habe auch letztens mit einem Dreh nach rechts habe ich meinen linken Schildarm gezeigt und mein rechter Arm ist zerstört worden von links. Ja. New target. Das ist überhaupt nicht möglich. Naja, das ist halt Bugs bei den Hitboxen. Ja, wurde so, aber das ist nicht normal. Sollte zumindest nicht normal sein, meiner Meinung nach. New target acquired. Was ist denn der Drachen da hochgekommen? Können die Jump Jets einbauen oder was? Bye Hack. Ja, wie kommt der King Crab, ne? Genau. Seit der King Crab da oben war, traue ich auch hier in dem Spiel dahingehend niemanden mehr. Also Aiming traue ich ja den meisten sowieso nicht zu. New target acquired. Aber seit ich das gesehen habe, da. Naja. Trotzdem spielt man noch. Eigentlich ist man blöd, aber. Da oben. Alter, die sind immer worse. Und dann müssen sie aber auch wahrscheinlich nicht die restliche Idee. Nee. Ich glaube, es ist auch nicht die beste Idee, wenn ich hier mit meinem roten Center-Torso vorne weglaufe. Irgendwas müssen wir aber machen. Ich dachte, es kommt mir eher hinterher. Target acquired. Ja, ich bin gerade auf der linken Seite von der, auf der Wasserseite. Ja, hier kann man gut auf Gegner schießen. Na, schade. Destroyed. Target acquired. Mike, guck mal auf dein Haar, auf dein auf K. Auf mein was? Auf Ziel K hinter dir. Oder ich bin schon lange tot. Ach, du bist schon tot? Okay, ja, ja. Sorry. Ich hab im Tunnel gegen den Hunchback verloren. Ach, du bist in den Tunnel rein? Okay, das hätte ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, du gehst. Ich dachte, du bist hier. Nachdem wir das eine Target dort gekillt hatten. Ja. Bin ich rein und sah auch so aus, als wären welche hinter mir. Aber es sah halt nur so aus. Ja, ich hab bloß auf den Stalker, den ihr da getötet habt, den hab ich ein, zwei Mal geschossen und hab ich gesehen, ach, da sind drei Leute und dann bin ich abgedreht. Da war noch ein Timberwolf. Dass der nicht mitkommt, war klar, weil das ist halt Klaner. Target destroyed. Das gibt's nicht wieder. 8 Assists, kein Kill. Target destroyed. So ärgerlich.
glaube, ich habe es nicht mal auf die. Ne, 8 Assists nie im Leben, nicht mal die Hälfte. Na, ich habe 10 Assists. Du doch, hast ja, 8 Assists, okay. Krass. Aber kein Kill, also nützt mir ja das Spiel nicht. Genau, ja. Schade. Na, guck mal hier, der Zikada mit 5 Kills. Die hätte können wir verteilen. Sieben von 25. Naja. Da wird wohl morgen Abend noch einiges gehen müssen hier. Oder weißt du was? Scheiß drauf, wir machen nur 1-2 Runden. Wir machen noch ein paar Runden, denn irgendwie, weiß ich nicht, was man hat, das hat man. Also dann bin ich auch noch nicht wirklich müde. Ja, ich überhaupt nicht, das ist ja das Schlimme, ja. Was jetzt schlimm ist, ist eigentlich nichts, aber nur nervig. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich wirklich richtig müde bin, ist, wenn ich direkt vom Training komme. Und da meinetwegen was esse, und mich dann nochmal an den Rechner setze, um irgendein Video zu gucken oder so. Aber dann darf ich nicht den Fehler machen und anfangen, irgendwas zu zocken. Dann müsste ich im Prinzip diese Müdigkeit, die ich habe, müsste ich nehmen und müsste damit gleich ins Bett gehen. Ja, eigentlich schon, ja. Aber wenn man einen Fehler macht und anfängt, irgendwas zu zocken, dann ist man irgendwie die Müdigkeit ruckzuck so wieder los. Ja, das habe ich manchmal so zwischen 18, 19, 20 Uhr. Los. Und da denke ich mir auch manchmal, eigentlich müsste ich jetzt ins Bett gehen. Und dann denke ich so, warte mal, es ist jetzt gerade um 7, was ist gerade, was zwar gegessen. Dann kannst du jetzt nicht ins Bett gehen. Aber wahrscheinlich müsste ich das mal machen, um wieder einen normalen Rhythmus reinzubekommen. Wahrscheinlich, ja. Bloß selbst das war halt in den letzten Tagen überhaupt nicht so. Also in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Das ist wahrscheinlich schon so sehr dran gewöhnt, einfach übel lange wach zu sein, wach zu bleiben. So, also wenn ich mit dem Misery jetzt keine Kills krieg, dann weiß ich auch nicht. Drei Laser zum Schmelzen und eine AC20 zum Reinkrachen. Das muss eigentlich, muss das Kills produzieren. Ja. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Oh, noch ein Jager MiG 6S. In meiner Lanze, was der wohl für Waffen hat. Ich geh gleich mal in Richtung Hügel C3. Falls ihr da drüber guckt. Target acquired. Ach, die sind schon in der Stadt. Direkt vor uns. So, zeig halt diese Spawnpunkte, so dumm. Ich versuche jetzt irgendwie zu euch zu kommen, aber ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht. Der Jager-Mac läuft komplett in die falsche Richtung. Vom Team weg auch noch.
Bei C4 war auch gerade schon einer. Da machen übelst viele von unserem Team, machen gerade durch den Tunnel und rennen in Richtung gegnerische Basis. Und ich lege. Alter, guck mal hier. Ach, das ist schon lächerlich. Diese Spawnpunkte sind so behindert einfach nur. Vor allen Dingen, wenn ich mir das gerade so angucke, ist der Game Mode, den wir gerade spielen, ist einfach nur töten. Killen. Deswegen verstehe ich gerade nicht so richtig, warum die in Richtung gegnerischer Basis rennen. Das macht gar keinen Sinn. New target acquired. New target acquired. Team Crap hier näher. New target acquired. So behindert einfach nur. Mann. Da wird man als Heavy unten in diesen Graben gesetzt, der ganz am Rand der Map ist, muss erst hochlaufen durch diese Stadt hier. Du kommst gar nicht anders hoch. Ja. New target acquired. Ja. Warning incoming missile. Los, ich will den Kickclub haben. Destroyed. Right arm critical damage. Ah, schade. AMS destroyed. Ach, ist auch weg, okay. Naja. Schade, das Game hätte ich mir ersparen können. Die reißen uns gerade ganz schön ab. Ja, weil sie klar bessere Position hatten. Ich verstehe nicht, warum die Hälfte unseres Teams durch den Tunnel rennt, weg vom Fight in Richtung der gegnerischen Basis, wo das überhaupt nichts mit Base Captain zu tun hat. Das heißt, die waren einfach weg vom Fight. Ja. Und kommen jetzt dazu, wo alles vorbei ist und werden einfach gerippt, weil sie sich nicht mehr wehren können, weil unser Team schon komplett weg ist. Ja. Ja, da merkt man, dass diese Map hier eine der ersten war, die ist einfach zu klein für 24 Mechs, aufgeteilt auf drei Lanzen. Wir müssen ja zwangsläufig, irgendwie zwei Lanzen mehr oder weniger direkt nebeneinander starten. Ja, vor allen Dingen, weil ja jede Lanze einen eigenen Spawnpunkt hat. Genau, und das ist einfach... Also zumindest bei dem Spielmodus jetzt gerade. Naja. Könnte man fast nur eine Runde Aram hinterher schieben. Kann man auch machen, ja. Ja, würde ich auch fast sagen. Ein bisschen Abwechslung tut mal ganz gut.